Thema Wölfe und der soll jetzt sprechen. Also ich bin Edgar Marquardt, komme aus Gerolstein, betreibe eine Berufsschäferei mit 800 Mutterschafen und bewirtschafte so circa 100 Hektar Pflegeflächen. Und ich befinde mich da auch im Eifelsteig und da habe ich mir zwar schon Gedanken gemacht für Herdenschutzhunde, aber ich sehe das für brandgefährlich, weil bei mir gehen die Leute durch die Herde und kürzen die Wege ab und das finde ich irgendwie undenkbar, dass man das umsetzen könnte. Und deswegen sage ich, das werden wahrscheinlich einige Schafhalter bei uns aufhören, weil die können das so dann nicht mehr weitermachen. Ne? Ja, so, das war jetzt meinerseits. Und ich hoffe, dass da irgendwann mal was passiert. Sonst wird es bei uns in der Ecke keine Schafe mehr geben. Und da war die ganze, ich mache das jetzt schon mehrere Jahrzehnte mit der Landschaftspflege, da war das ja alles umsonst. Und wie sieht das nachher aus, wenn keiner mehr die Pflegeflächen macht, verbuscht alles. Und ich denke mal, da ist der Tourismus auch nicht mehr froh mit uns. Naja, so, das war's. Vielleicht noch in Ergänzung dazu, 95% der Schafhaltungen, zumindest in Hessen und in unseren angrenzenden Regionen, werden durch Nebenerwerbsschäfer gemacht. Die hüten ihre Biodiversitätsflächen ab in der Rhön, in den Mittelgebirgen und auch hier und halten die instand. Und das machen die nicht des Geldes wegen aus dem Ertrag der Lammschlachterei, sondern weil sie es schon immer machen, weil es Familienbetriebe sind, weil sie ein paar Prämien aus EU-Mitteln bekommen und weil sie ihre Freude daran haben. Und diese Flächenerhaltung, die Biodiversitätsflächen, Natura 2000 Flächen, FFH-Gebiete, die haben 40.000 verschiedene Pflanzenarten, 30.000 Tierarten, 15.000 Pilzarten, unterschiedliche Arten, die nur durch regelmäßige Beweidung dort auf diesen Rasengebieten existieren. Und diese Flächen, die opfern wir dem Wolf, weil der führt automatisch zum Verschwinden dieser Betriebe, die diese Flächen pflegen. Und da muss man abwägen, ist es einem das wert für eine Tierart, die nicht vom Aussterben bedroht sind? Weil über 7000 Arten, die dort auf diesen Flächen wachsen, sind bedrohte Arten, die dann definitiv verschwinden. Dazu gehören auch die sämtlichen Bodenbrüder, die wir pflegen, den Kiebitz, das Braunkehlchen und so weiter. Die werden alle dieser Einbürgerung des Wolfs gegenüber geopfert. Das ist ein großes Problem. Und sie können diese Fläche auch nicht zäunen. Da kriegen sie keinen Pfahl in den Boden. Sie kriegen auch keine Genehmigung, das dort zu machen. Sie dürfen dort gar keine Zäune errichten. Und Herdenschutzhunde, wir haben einige Beispiele davon in Mittelhessen, wenn die dort sind, bei der Herde nachts, die bellen bei jedem Waschbär, die bellen bei jedem Fuchs, dann laufen die Sauenrotten durch die Zäune, die Hunde sind draußen, morgens geht dann der erst um 6:30 mit seinem Hund dort spazieren, das ist ein sehr, sehr hohes Gefährdungspotenzial und diese Bellerei in Ortsrandlage führt ganz schnell dazu, dass dann die Ordnungsämter sagen, Halteverbot, da müssen die wieder weg, weil sich die Anwohner beschweren. Das ist einfach nicht zu stemmen und nicht zu machen bei uns. Mit den hohen Zäunen. Ne? Wir haben ein sehr buckliges, schweres Gelände da zu bewirtschaften und die Zäune sind so schwer aufzustellen und das ist schon unmöglich, ein 90er Netz hochzukriegen, dann sprechen die von 1,50 oder 1,20 Meter. Das geht nicht. Ne? Das ist unmöglich. Und dann hat man ja Buckeln drin, da sagen die ja, wie willst du das denn machen? Da steckt mir schon Zusatzfelder rein, dass die Buckeln, dass die Netze unten gerade anliegen. Ne? Aber das, wie gesagt, ist mit viel Aufwand verbunden. Ne? Wir machen das ja auch nur dadurch, das ist ja unser zweites Standbein. Allein von den Lämmern können wir nicht leben. Ne? Also wir brauchen noch die Zuschüsse für die Landschaftspflege und sonst. Mein Name ist Marco Weber, ich bin Vorsitzender des Bauernverbandes hier im Vulkaneifelkreis. Bin aber auch, wie der Kollege Wefelscheid, parlamentarischer Geschäftsführer,
nicht der freien Wähler, aber es gehört zur Vorstellung dazu, weil ich es für wichtig finde, nämlich der Freien Demokraten, der FDP. Und dadurch begleite ich auch den Umweltausschuss Umwelt und Forsten des Rheinland-Pfälzischen Landtages als Vorsitzender. Und ich freue mich auch, dass Mitglieder des Kreisjagdverbandes, der Vorsitzende, Herr Cox, hier mit dabei sind. Eben ist der Kreisjagdmeister, der Uli Umbach, rausgegangen. Und ich erwähne es deshalb, weil es auch heute Abend, ich vermisse, dass über das Thema Jagd und Jagdrecht gesprochen wird. Aber Sie haben mich ja angesprochen zur Stellungnahme des Bauernverbandes. Es ging um den Bauernverband und der Kollege, ich fand beide Referate heute Abend sehr, sehr gut, sehr inhaltsreich und sehr aufklärend, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Wo ich mich ein bisschen dann auch gestört habe, und ich habe mit meiner Kollegin gerade eben gesprochen, ob ich mich dann wirklich zu Wort melde, ist, dass Sie ja den Bauernverband ein bisschen so darstellen, dass der eine Meinung hat, die für ganz Deutschland gilt. Und ich habe gerade eben auch während der Veranstaltung mal gegoogelt und ich habe auch dann, wenn ich mal sehe, dass Sie für den Bauernverband in den letzten 2 Jahren ja auch Videos gemacht haben zum Thema Wolf- und Schafhaltung, Ihre Affinität als Weidetierhalter, als Schafhalter zum Bauernverband dann auch dokumentiert. Und es ist richtig, dass der Bauernverband in Brandenburg ein Papier mit erstellt hat, aber ich glaube, es sind über 10 Vereinigungen, es ist nicht der Bauernverband alleine, Sie haben den Herr Breyer genannt, der für das Land Brandenburg diese Zahl von 500 Wölfen dann errechnet hat. Ich sage Ihnen, dass es unterschiedliche Meinungen in Verbänden gibt. Ich sage Ihnen aber auch, dass es in Rheinland-Pfalz beim Bauernverband eine ganz klare Haltung gibt, die der Präsident Michael Horper, aber auch der Verbandsrat, die Vizepräsidenten und die Kreisvorsitzenden ganz klar sagen, dass der Wolf nicht in unsere Landschaft gehört, dass der Wolf Leid für Tier und Menschen bringt und dass der Wolf dieser Erhaltungszustand, der immer dafür verwendet wird, erreicht ist und im Prinzip überreicht ist und dass wir Wölfe in Rheinland-Pfalz entnehmen müssen zum Schutz der Tierhalter. Das ist eine ganz klare... Das ist eine ganz klare Position des Bauernverbandes. Es gibt auch mehrere Presseartikel, wo gerade der Präsident Horper, ich zitiere dann eine Initiative, die ich als Landtagsabgeordneter gemacht habe, wo er dann als Präsident des Bauernverbandes Rheinland-Nassau gefragt worden ist. Er hat dann zitiert, beziehungsweise ich zitiere ihn, es muss dann auch mal Bumm machen. Nur was ist denn, wenn es dann mal Bumm macht? Was ist denn dann, wenn wir, und das ist ja auch das Thema heute Abend, neben den Schäden, neben den Tierhaltern, derjenige, der dann Bumm macht. Was ist denn dann mit demjenigen? Und derjenige, und ich habe mich eben in der Pause mit dem Kreisjagdmeister unterhalten, der hat keinen rechtssicheren Rahmen. Wenn ein Wolf von einem PKW heute Abend angefahren wird, hier, ich sag mal zwischen Daumen und Darschein, und Sie rufen den Jagdpächter an oder den Jagdaufseher oder die Polizei, und der Wolf liegt vor Ihnen und ist nicht tot, dann ist der Jäger, der Jagdausübungsberechtigte, nicht in der Lage, rechtlich den finalen Rettungsschuss, ich sag's jetzt mal, so den finalen Rettungsschuss für den Wolf zu tätigen, weil er dann ein Rechtsvergehen. So, wenn es jetzt noch Fragen gibt, dann stehe ich dafür noch zur Verfügung.